Da sind wir wieder. Diesmal zum eigentlichen Brainiac. Ich werde jetzt die Fragen stellen und die beiden haben wie immer einen Buzzer vor sich, beziehungsweise manchmal einen, manchmal zwei. Die beiden funktionieren auch und wir werden mal sehen, wer hier als erstes den Punkt holen wird, beziehungsweise wer als erstes 5 Punkte hat, hat dieses Spiel gewonnen. Fragen wieder aus sämtlichen Bereichen. Ja, und dann wollen wir mal loslegen, Freunde. Ja, Mann! Jo! Okay. Let's get ready to rumble. Ja, ja. Mach mal die Hände da weg vom Buzzer. Guck mal, schon gleich zu Beginn. Frage 1. Allgemeinwissen. In welcher Flughöhe fliegen Verkehrsflugzeuge, Passagier- und Frachtflugzeuge normalerweise? Ja, mach mal rein. In Fuß. In Fuß? In Fuß. In Fuß. Mhm. Angaben um, ja, im Tausenderbereich wären schon schön. Ich hab mal gar keine Ahnung. Selbst mit der klugen Brille nicht. Die richtige Antwort wäre zwischen 32 und 36.000 Fuß. Ja. Ein Fuß sind 30 cm, 33 cm in etwa. Das heißt also 3 Fuß jeweils 1 Meter. Und Verkehrsflüge. Nein, Quatsch, normalerweise, ihr wisst ja Bescheid. Na gut, kommen wir zur nächsten Frage. Frage 2. Wie lang ist der längste Nonstop-Linienflug der Welt? Es war gerade in den Medien, deswegen aufgegriffen. Also den gibt es noch gar nicht so lange. Der ist gerade so ein bisschen durch die Presse gegangen. Komm, zock mal. Und jetzt könnte ja sein, dass ihr da irgendeine Idee habt. Zock mal die Luftpumpe. Nein. Richtiger Meister. Richtiger. Keine Idee? Meister. Okay, auch keine Idee. 17 Stunden 45 Minuten. Durchgeführt von New York nach Singapur. Einmal quasi um die ganze Welt. Gönn dir. Also von 12 Stunden, du brauchst ja eine richtige Antwort. 17 Stunden wusste ich, aber ja. 17 ist ja. Ja, 17 ist abgefahren. Das ist auch erst seit kurzem möglich mit der neuen Generation von Flugzeugen. Ja, aber es war da fliegst du den ganzen Tag. Ja, da fliegst du, naja, 17 Stunden, das ist ja wirklich nur fast mehr als der Tag. Gut, kommen wir mal weg vom klassischen Flugzeugbau. Bis jetzt wird es ein bisschen spezieller, da muss ich auch ablesen. Also, wie hieß die Serie aus den 90er, in der die Protagonisten Clubby, Grammy, Gruffy, Sunny gegen den bösen Sir... Oh nein! Oh nein! Gummibärenbande? Die Gummibärenbande. Alter, du hast immer mit so krass wie so ein bisschen raus. Simon, hättest du das gewusst? Hättest du eine Idee gehabt? Ja, ich hatte einen Clan, der hieß lange Zeit Gummibärenbande. Ich hätte das eigentlich wissen müssen. Aber gut, Costa, definitiv. Coole Nummer. Aber guck mal, die ersten zwei Fragen, was wir fragen. Und jetzt, Gummibärenbande ist ja der krasseste. Wir haben noch mehr Fragen in die Richtung, also ihr dürft gespannt sein. Wer ist aktuell der reichste Mensch der Welt? Der reichste Mensch der Welt. Ihr kennt den definitiv, also ihr habt alle schon... Bruce Wayne. Batman ist der reichste Mensch der Welt. Ich bin Batman. In Gotham City. So viel können wir verraten. Bruce Wayne ist... Okay. Eine Idee? Du wolltest gerade einen Tipp geben. Abzug, wenn ich... Nein, kein Punktabzug. Ja? Amazon, der Typ von Amazon? Ja, der Typ von Amazon, aber die Frage war tatsächlich, wie er heißt. Ach so, ja, okay, scheiße. Ja, dann... Dafür gibt es Punktabzug? Nein, natürlich nicht. Nein, dafür gibt es Mutter, sein Vater. Aber ich habe auch die Möglichkeit, allerdings, ich habe auch gar keine Ahnung. Deswegen, ich zocke heute auch nicht, ich muss gewinnen. Genau, und deswegen schließe ich die Frage... Okay. Der Typ heißt Jeff Bezos. Nee. Jeff Bezos wäre es gewesen. Und pass auf, da gibt es einen spannenden Fun-Fact zu dem. Jeff Bezos hat sich von seiner Frau getrennt und ein wirklich, ich glaube, 40 Milliarden Dollar verloren. Oder 50 Milliarden Dollar und war immer noch der reichste Mensch der Welt. Richtig abgefahren. Ja, also es gibt offensichtlich Leute, die kriegen hier, den kriegen den Hals nicht voll. Nein. Naja, kommen wir zur nächsten Frage. Ja, ein bisschen 90er.
Ash Ketchum, der Protagonist einer beliebten japanischen Anime-Serie aus den 90ern, in der welches Pokémon zu Beginn der Serie gewählt? Es ist so offensichtlich, dass es offensichtlich ist. Das ist einfach, also es ist, wenn man das... Mann, Alter. Na? Pikachu. Pikachu ist richtig. Schon wieder, also ich kostet offensichtlich in seiner Jugend viel vom Fernseher. Das ist echt albern. Ja? Nee, also, ich hatte eine kleine Schwester. Genau, eine kleine Schwester und dementsprechend steckte er da drin. Wie hieß die Weiterentwicklung von Pikachu? Eine Idee? Nee. Nee? Kommst du drauf? Es geht um den dritten Punkt für Koste, der schon wieder führt. Also nicht nur 2 Siege im Rücken hat, sondern mittlerweile auch wieder 2-0 führt. Papalapap für Simon. Einiges an Druck. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Chugu Nogumit Kurat Al-Kadam sind Wörter für welche Sportart? Nochmal? Ja, bitte nochmal. Chugu Nogumit Kurat Al-Kadam sind Wörter für welche beliebte Sportart? Judo? Nein, Judo war es nicht. Keine Ahnung, es hat sich angehört wie Harry Potter Zaubersprüche. Also. Harry Potter Zaubersprüche oder einige unserer Zuschauer werden es vielleicht mal die Brille auf. Einige unserer Zuschauer werden es vielleicht wissen. Das sind Wörter für Fußball. Ja. Für, nein. Genau. Doch. Jungs, ich spiele kein lateinische Fußball. Wörter vielleicht. Fußball. Lateinische Wörter, nee, okay. Kroatisch, südkoreanisch habe ich rausgesucht. Das war gar nicht so einfach, ja. Weil Fußball eigentlich überall assoziiert Fußball heißt. Also Fußball oder Football oder irgendwas ist quasi immer richtig. Ja. Okay. Nächste Frage. Was du raidest. Wie heißt das Buch, mit dem man in der Grundschule das Lesen beigebracht bekommen hat? Bis heute. Ich gebe noch ein paar Tipps, um euch näher ranzuführen. Das Buch. Das, es gab ein Buch, damit ging es definitiv eigentlich für so gut wie alle los. Hat es mit Tieren zu tun? Das jede? Also da bin ich ja wirklich toll. Die richtige Antwort wäre Fiebel gewesen. Fiebel, ja, na klar, aber okay, gut, ja. Ne? Also die Fiebel, damit hat auch jeder das Lesen herangekommen. Das hätte man, Jungs, das hätte man jetzt also wirklich. Ey, Junge, also von der Intellekt her hätte man das wissen können. Okay, jetzt machst du mich richtig fertig. Ja, papalapa. Okay, Freunde, Schätzfrage. Geht das los? Jo. Wann wurde die erste E-Mail verschickt? Oh. Ja, ist ja eine Schätzfrage. Das ist eine Schätzfrage, also wer näher dran ist, das altbewährte Prinzip. Dann schätze doch mal was. Ich sag, vor 20 Jahren. Nee, das muss ein genaues Datum sein. Was? Ja. 5. Mai. 5. Jahr? 1990. Ja, aber... Okay, 5. Mai 75. 5. Mai 75. Kostet die erste E-Mail? Der erste E-Mail. E-Mail. Man hat den Computer. Mail. Der hat danach das Internet gelöscht. Was ist da mit dem Mail? Ah, ich sag irgendwas mit... Tick-Tack. Was hat er gesagt? Ja. Ja, so. Ja, so. 64. 64. Damit ist Simon definitiv näher dran. Sie wurde am 3.8.1984 verschickt. 84? Genau, das war... Da wart ihr noch gar nicht auf der Welt, ich auch nicht. Nee, da waren wir noch gar nicht auf der Welt tatsächlich. Okay. Die alten Säcke, da waren sie noch gar nicht auf der Welt. Scheiße! Okay. Die nächste Frage. Das heißt, es steht... 2-1. 2-1. Zusammenreißen heißt es jetzt. Konzentration. Okay. Nächste Frage. Wie hieß das Duo, was von Frank Fabia produziert wurde und der Welt mit Choreografien und Vollplayback in Atem gehalten und die Welt mit Choreografien und Vollplayback in Atem gehalten hat, doch keines seiner Lieder selber gesungen hat? Costa. Milli Vanilli? Milli Vanilli! Mal sehen, was es uns bringen wird. Kommen wir erstmal zur nächsten Frage.
Welche ist der häufigste Baum in Deutschland? Was ist denn los? Was ist denn los mit euch? Baum, Alter! Erzähl doch mal. Die Tanne? Nein! Sag die Eiche, die deutsche Eiche? Nein! Die Tanne war dahingehend noch gar nicht so verkehrt, dass es zumindest ein Nadelbaum ist, die Fichte. Ist. Fichte! Fichte wär's gewesen, Freunde. Fichte, du Wicht! Fichte, was ist denn hier? Was macht ihr mit mir? Wie hieß der kleine Protagonist aus dem berühmten Comic In einem Land vor unserer Zeit? Der kleine, Koste, komm. Guck mal, was sein Ende mal hat. Ja, aber es ist so schlimm, er weiß es ja auch. Guck mal, er weiß es ja auch. Nee, er weiß gar nicht. Doch, er weiß es. Warte. Der kleine, es ist ein kleiner Dinosaurier, verrate ich noch. Ja, die Dinos? Ja, Dinos ist klar, aber nein, die Dinos sind es nicht. Nein, der hat ja gedrückt, die Dinos sind es nicht. Okay, tick, tack. Ja, ich beantworte, ich weiß es aber wahrscheinlich. Littlefoot. Genau. Littlefoot wär's gewesen. Kleine Littlefoot. Der kleine Ey, der war so süß. Das lag ihm auf der Zunge. Ja. Aber er hat trotzdem am Ende des Tages... So ein Schwachsinn weiß ich, warum. Genau. Genau. Okay, dann kommen wir wieder zu einer Schätzfrage. Wie viel Liter alkoholische Getränke trank der Durchschnittsdeutsche im Jahr 2017? Wie viel? Also du hast gesagt 134. Ja, ja. Simon? 100. Man mag es nicht glauben, aber es sind 134 Liter. Was? Was? Ich schwöre, es sind 134 Liter. Was? Guck mal! Gucken, ich habe es hier aufgeschrieben, ich kann es jetzt leider nur so zeigen. Was? Ja, weil dir da ja noch welche drin sind, aber hier sind 30 Liter. Okay, wie viel? 4 Punkte. 4 Punkte für hey. Von der Koste. Vielleicht ist es schon die final Frage. Also Frage. Wie viele Folgen GZSZ insgesamt bis heute ausgestrahlt? Alter, das ist wirklich eine ganze Menge. Oma, das Alter. Wie viele sind das? Wirklich. Von Montag bis Freitag kommt eine Folge. Wirklich. Und ich glaube, es gibt dann immer noch so Spezialfolgen. Hey, also, das ausrechnen. Ja, dann rechne mal, ich schalte meinen Kopf nicht an. Kann man auf jeden Fall lange durchschauen. Mein Brainiac ist ausgeschaltet. Boah, mal einfach. Hä? Schätzfrage. Was für eine Rede? 12.000 Folgen. 12.000 Folgen? Sag Simon, Koste. Die 9000ste. Die 9000ste Folge? Nein, es sind insgesamt, ein Moment, rund 6500. Da kommen ja immer ein paar dazu, beziehungsweise ein paar weg. Simon, also doppelt so hoch, kostet nur ein Drittel und deswegen ja. Kostet den Riecher gehabt und dementsprechend auch den Punkt. Freunde, wir haben einen Gewinner, das dritte Mal in Folge. Super Taschentücher, bitte schön. Das dritte Mal in Folge. Euch erwartet eine nette, spannende Bestrafung, die Koste sich ausgedacht hat. Richtiger Lappen. Ich werde gleich sehen, was da los ist. Okay. Mimi. Du hattest mal verloren. Mimi. Hier, bitte. Hallo Freunde. Hallo Dima. Wir kommen zurück. Wir haben uns natürlich auch ein paar Bestrafungen ausgedacht. Haben wir hier mal kurz notiert. Ich werde mir davon eine aussuchen. Ich lese euch mal die drei Möglichkeiten vor, die wir uns überlegt haben. Einmal war es ein schönes Glas Mayo leeren, Vanillepudding rein, sich im Park setzen, ne, neben ein paar Leute und schön genüsslich verspachteln. Ja, da hätten wir die geile Reaktion gefilmt. Aber, ich wollte heute, ja, aktiv, nicht aktiv sein, wir wollten zu Hause bleiben. Deswegen haben wir uns überlegt, oder ich mir gemeinschaftlich, dass wir Simon einen Einkaufswagen bestellen lassen. Und zwar mal bei Netto anrufen oder Lidl, Edeka, Rewe, den Filialleiter oder jemanden verlangen, der da irgendwas zu sagen hat. Und dann werden wir ihn doch mal einen Einkaufswagen reservieren lassen. Mal gucken, was die da so antworten. Ansonsten hätte ich da noch was Drittes. Tigersalbe kennt ihr wahrscheinlich, die vom Asiaten, so eine Heilsalbe. So ein bisschen unter das Auge, ne, links und rechts.
würde er hier eine halbe Stunde rumheulen wie ein kleines Mädchen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen alle ein bisschen lachen, also lassen wir ihn mal ein bisschen rumtelefonieren und gucken, was dabei rumkommt. Na dann. Okay, Freunde, Strafe kommt gleich. Ja. Ich muss mich stellen. Mimimi! So eine Scheiße, wieso krieg ich eigentlich immer die Strafe? Also Scheiße, so meine Schlange. Mir geht gar nicht in die Poppe, Leute. Ich muss da jetzt da anrufen und Einkaufswagen reservieren für morgen, weil ich ja einen riesen Einkauf vorhab. Wisst da Bescheid. Koste ruft da jetzt an für mich, erreicht mir gleich das Telefon. Hast du Lautsprecher an? Herzlich willkommen bei Ihrem Rewe-Kundenservice. Oh, oh. Leg mal auf. Besetzt. Bitte hinterlassen Sie uns nach dem Signalton Ihre Nachricht mit Angabe. Ja, guten Tag, der Jockel, mein Name. Ich würde gerne bei Ihnen Einkaufswagen reservieren für morgen. Das geht nicht. Wie? Einkaufswagen reservieren? Ja, wir haben einen großen Einkauf vor und brauchen, ja. Ja, das sind Einkaufswagen, die kann man nehmen und dann... Nee, das, keine, das ist ein großer Einkauf. Da habt ihr einfach aufgelegt. Freunde, ist ja nicht so einfach, so Einkaufswagen zu bestellen. Ich hätte auch aufgelegt. Ja, Strafe geschafft, wa? Nein. Nein, wir rufen mal noch woanders an. Das geht so nicht. Ich brauche die Einkaufswagen. Ich habe einen riesen Einkauf. Wir Wochenende, das fette Fressen. Ja, nee, ist klar. Da liegt die einfach auf. Das machen wir nicht. Du kannst sagen, du brauchst Einkaufswagen und ein paar Marktmitarbeiter. Ich hätte mal sagen müssen, du brauchst Marktmitarbeiter. Dann gehe ich halt zu Netto. Dann geh doch zu Netto! Du brauchst einen Marktmitarbeiter. So, tick, tack, los. Leg los hier, Strafe. Wo haben wir gerade angerufen? Wo war das? Die rufen gleich zurück. Irgendwo. Ich kann da doch was für sie tun. Habt ihr das schon mal gemacht? Euch Einkaufswagen reserviert? Kann man machen. Kundentelefon, mein Name ist Steinberger. Guten Tag. Ja, guten Tag, Jockel, mein Name. Ich habe ein ganz wichtiges Anliegen. Und zwar muss ich oder würde ich gerne bei Ihnen Einkaufswagen reservieren für morgen. Ja. Okay. Ich habe einen großen Einkauf vor und da möchte ich einfach sicher gehen, dass wir auch ja, alles gut verfrachten können. Okay. Aber das Problem ist, wir haben keine Telefonnummer von den Filialen. Wir stehen da im Schriftkontakt mit denen. Ich könnte das Ganze über einmal für Sie aufnehmen, aber das hätte leider Bearbeitungsdauer von 4 Werktagen. Oh mein Gott. Leider. Okay, ja, dann muss ich leider zu Netto. Dann geh doch zu Netto! Okay, ich danke Ihnen, tschüss. Genau. Okay. Freunde. Ja, das war meine Strafe, ihr habt gesehen, ich hab's probiert. Leider kriegt man keine. Aber die Dame war ja wenigstens bemüht, überhaupt irgendwas zu machen. Sie war sehr freundlich. Sie hat auch sehr echt. Freundlich. Ja, ich wollte erst sagen, was hat die denn für eine Stunde, bitteschön. Aber eine nette Dame. Aber 4 Tage hätte es gedauert. Sie hätte es in Bearbeitung mit der Filiale. Ja, sie hätte es, aber es gibt leider keine Zeit. Wir wollen Wochenende grillen. Gute Wetter. Wir wollen Wochenende grillen. Freunde, vergesst nicht, die Glocke zu läuten. Einmal hier unten, liked unsere Videos, Kommentare, ja, Mann. Auch mal gerne gesehen. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und was du redest. Was du redest. Ciao. Tschüss.